Die Wrestling-Liga WWE hat wieder einen ambitionierten Verfolger und einen, den sie ernst nehmen muss. Seit dem 1. Januar ist die neue Liga AEW All Elite Wrestling offiziell gestartet. Und ihre ersten geschäftlichen Schritte verdeutlichen die Dimension des Projekts. Der langjährige WWE-Star Chris Jericho hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Dem Wrestling Observer zufolge verdient der 48-Jährige fortan mehr Gehalt, als er bei WWE je eingestrichen hat. Zuletzt waren das pro Jahr angeblich um die $900.000, allerdings auch nur für eine Teilzeitrolle. twitter.com/wrestling-status/10827933538451333312 Das von Shahid Khan, dem geschätzt 5,8 Milliarden Euro schweren Besitzer des FC Fulham und der Jacksonville Jaguars angeschobene Projekt, zahlt also offenbar von Beginn an Millionen Gehälter, die auch bei WWE nur ein ausgewählter Kreis von Topstars bekommt. Noch vor ihrer ersten Veranstaltung Double or Nothing am 25. Mai 2019 und bevor sie ihren TV-Deal in der Tasche hat, Verhandlungen mit zwei großen Sendern sollen weit gediehen sein, verändert AEW also schon den Wrestling-Markt. Und es verwundert nicht, dass WWE eine Menge Hebel in Bewegung gesetzt hat, um den neuen Jäger umgehend auszuschalten. WWE bot beispiellosen Deal an. Schon länger bekannt war, dass WWE praktisch allen Schlüsselfiguren von AEW, allen voran Cody Rhodes und den Young Bucks Nick und Matt Jackson, Angebote gemacht hat. Das offensichtliche Ziel war, das Projekt möglichst schon im Keim zu ersticken. Cody Rhodes, L, und die Young Bucks wurde von WWE mit einem Mega-Angebot umgarnt. Urheberrecht twitter.com/wrestling. Der Observer berichtet nun detailliert, welche enormen Verlockungen das Imperium von Vince McMahon einsetzte. Die Actions sollen von Talentchef Paul Levesque, Triple H, ähnlich viel Gehalt angeboten bekommen haben wie AJ Styles. Nach Forbes Schätzung der am besten verdienende WWE-Star hinter John Cena, Brock Lesnar und Roman Reigns. Der Jahresverdienst von Styles, der fast das ganze Jahr 2018 als WWE-Champion amtierte, wird auf $3,5 Millionen geschätzt. WWE bot Rhodes und den Jacksons in einem 12-stündigen Verhandlungsmarathon offenbar auch an ihre erfolgreiche YouTube-Show, Being the Elite, auf ihrem Streaming-Portal WWE Network fortzuführen. Noch bemerkenswerter, die vorgelegten Verträge sollen eine Klausel enthalten haben, die ihnen nach 6 Monaten die Möglichkeit gegeben hätte, WWE wieder zu verlassen, ein in der WWE-Geschichte beispielloses Angebot. Eingeweihte bei WWE gingen fest davon aus, dass das Trio das Angebot nicht ablehnen können würde. Sie irrten. Triple H wollte den AEW-Kern sprengen. Dahinter Gedanke von WWE war natürlich der, dass AEW ohne Rhodes und die Actions nicht an den Start gegangen wäre. Die Partnerschaft mit den Khans, Shahids Wrestling-Fanater Sohn Tony Khan ist Chef von AEW, wäre geplatzt gewesen. Mindestens für ein Jahr, womöglich für immer. WWE umwarb nicht nur Rhodes und die Actions, die nun stattdessen in ähnlicher Funktion wie Triple H bei AEW amtieren. Auch Jericho, Kenny Omega und Hangman Page wurden gelockt. Page etwa wurde laut Observer eine herausgehobene Rolle im NXT-Kader versprochen, für ein Hauptkadergehalt. Bei einem Medien- und Fundtermin am NFL-Stadion in Jacksonville verloren Rhodes und die Actions nur warme Worte über Triple H, selbst über eine auf ihrem YouTube-Kanal ausgestrahlte Parodie der Verhandlungen habe er lachen können. Mehr Sport, weniger Shows wirkt, als ob die AEW-Verantwortlichen gerade nicht mit markigen Ansagen reizen wollen. Man wolle ein Freund anderer Ligen sein, sagte Rhodes. Ein strategisch kluger Gedanke, zwar spricht nichts dafür, dass AEW sich dauerhaft mit Platz 2 in der Hierarchie zufrieden wird. Trotz der guten Voraussetzungen mit dem Geld und den Verbindungen der Khans wird die Liga aber einige Jahre Anlaufzeit benötigen, um sich auf ähnlichem Niveau zu etablieren.
wohlweislich positioniert sich AEW deshalb auf absehbare Zeit als Alternative mit einem etwas anderes Konzept als WWE. Die Show All In, die Roots und die Bucks im vergangenen September veranstalteten, orientierte sich bereits weniger an den WWE-Hauptshows, sondern mehr an Independent-Ligen wie Raw oder der japanischen Promotion NJPW und auch an den an eine ähnliche Zielgruppe gerichteten WWE-Ableger NXT, weniger Entertainment, mehr Fokus auf die Ring-Action und eine mehr am echten Sport angelehnte Präsentation. Roots unterstrich das in Jacksonville mit der Ankündigung, Siege und Niederlagen werden bei AEW mehr bedeuten, als sie je im Wrestling bedeutet haben. Kenny Omega, Chris Jericho, Neville sind an Bord. Bereits eine Partnerschaft mit der chinesischen Promotion Oriental Wrestling Entertainment verkündet, eine mit NJPW ist anvisiert, dessen Beziehung zum nun mit AEW konkurrierenden Raw steht dem jedoch im Wege. Generell soll AEW den asiatischen Markt sehr stark nach Talenten scouten. Die Wrestler, die neben Roots, den Bucks, Jericho und Page schon an Bord sind, so Cal Anselm, Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, Pat Neville bei WWE und die Independent-Talente Joey Janela, Maxwell Jakob Friedman, Britt Baker und Penelope Ford. Independent-Ikone Kenny Omega wird aller Voraussicht nach Ende Januar hinzukommen, wenn sein NJPW-Vertrag Ende Januar ausläuft, Marty Skrull nach dem Ende seines Raw-Deals im Frühjahr. Punkt. Im Gespräch sind auch Omegas nicht fest an NJPW gebundener Partner Kota Ibushi und WWE-Kommentatoren-Legende Jim Ross.